klassisches Welpenfutter. Das ist auch immer ganz wichtig, ne? Ohne Futter geht nämlich mal gar nichts. Und für zu Hause brauchen wir am besten ein paar Handtücher, die Decken. Wenn wir uns jetzt ein fluffiges Hundebett kaufen, das wird nicht lange überleben. Warum brauchen wir eine Hundebox? Es gibt Hunde, die einfach viel besser ihre Ruhe finden in einer Box. Hier in dem Futterbeutel ist zum Beispiel jetzt Hundefutter drin. Quietschespielzeug, was gerne gekauft wird. Hallo ihr Lieben, der Rookie und ich erklären euch heute ein paar Details zum Thema Ausrüstung. Was brauchen wir, wenn wir einen Hund haben? Vor allem, wenn wir ihn uns ganz neu anschaffen. Also, neben dem Hund brauchen wir natürlich entweder ein Halsband oder eine Retrieverleine. Dann natürlich eine normale kurze Leine. Ein Geschirr, eine Schleppleine, einen Futterbeutel, da sage ich gleich noch was zu. Ein paar Kotbeutel, die sollten auf dem Spaziergang natürlich immer mit dabei sein, wenn wir unterwegs sind. Dann natürlich ganz klassisches Welpenfutter. Das ist auch immer ganz wichtig, ne? Ohne Futter geht nämlich mal gar nichts. Und für zu Hause brauchen wir für den Anfang am besten ein paar Handtücher oder ein paar alte Decken. Weil wenn wir uns jetzt ein fluffiges Hundebett kaufen, das wird nicht lange überleben in den ersten Wochen eines kleinen Welpen. Von daher wäre es für den Anfang immer besser, nehmt alte Handtücher und Decken, das ist immer leichter als ein schönes Hundebett. Dann brauchen wir für zu Hause natürlich auch eine Hundebox. Warum brauchen wir eine Hundebox? Es gibt Hunde, die einfach viel besser ihre Ruhe finden in einer Box als Rückzugsort. Das ist immer sehr gut, wenn man das trainiert. Viele Hunde kennen das noch aus dieser Wurfkiste, weil die Ecken ja häufig so ein bisschen auch abgedeckt sind, wo die Kleinen sich dann so reinlegen. Und da der Hund ja gerne als Höhlenbewohner sich irgendwo drunter legt, ist natürlich so eine Hundebox schon einfach perfekt. Und man kann so eine Hundebox natürlich auch super mitnehmen. Dann noch mal kurz zum Thema mit dem Futterbeutel. Hier in dem Futterbeutel ist zum Beispiel jetzt Hundefutter drin. Warum? Weil ich den Hund unterwegs auf dem Spaziergang mit seiner täglichen Portion aus der Hand heraus fütter. Das hat folgenden Sinn. Der Hund soll lernen, arbeite mit mir gemeinsam und du kannst dir dein Hundefutter verdienen. Deswegen sind solche Futterbeutel total praktisch, damit man die einfach bei sich hat und den Hund über Tag arbeiten lassen kann. Aus der Hand heraus, dass er lernt, arbeite mit mir zusammen und du bekommst dein Fressen von mir. Das ist ein super leichtes Element, was du schnell und einfach umsetzen kannst und der Hund lernt sofort mit dir gemeinsam auf dem Spaziergang mehr zu arbeiten. Neben der Hundebox und allen anderen Ausrüstungen von Leine und Futter und alles, was wir so haben, brauchen wir aber natürlich noch zusätzlich so eine kleine Notfallapotheke zu Hause. Das heißt, eine Zeckenzange zum Beispiel sollte auf jeden Fall am Start sein. Dann brauchen wir eine Bürste oder vielleicht auch mal eine kleine Schere, damit wir auch dem ganzen Hund mal kleine Fellknäuel rausschneiden können, die einfach blöd wachsen an irgendeiner Stelle. Diese Sachen sollte man noch zusätzlich zu Hause dabei haben. Entscheidend für den Start auch ist so ein bisschen kleines Spielzeug. Zum Zergeln, da kann man einfach alte Socken zum Beispiel nehmen oder ein altes Handtuch, ein altes T-Shirt, einfach zusammen knoten und dann schön mit dem Hund raufen. Ist auch ganz wichtig für die gemeinsame Beziehung. Thema Spielzeug, kurz im Allgemeinen an der Stelle nur, das Quietschespielzeug, was gerne gekauft wird. Ich persönlich würde davon abraten. Es gibt unterschiedliche Theorien dazu. Die einen sagen, ja, das quietscht und wenn dann mal ein Kind quietscht, dann meint der Hund in Interaktion mit dem Kind und so. Das ist so ein Thema. Andere sagen, ja, wegen Jagen und Jagdverhalten. Natürlich pushe ich das damit auch so ein bisschen. Ja, ich glaube, es ist alles nicht ganz richtig, aber auch alles nicht ganz falsch. Wichtiger für mich wäre, dass der Hund alleine mit sich eine Interaktion hat, ohne dass ich dabei bin und sich total selbst belohnt an diesem Spielzeug. Und das würde ich nicht machen. Ich würde immer darauf achten, dass die Aktion gemeinsam ist und nicht der Hund mit dem Spielzeug das Ding quietscht lustig durch die Gegend und der Hund denkt sich, geiler Scheiß und den Zweibeiner da hinten brauchen wir gar nicht. Also würde ich es eher umdrehen. Das heißt, der Hund soll mit mir in die Aktion kommen und nicht mit der Quietscheente. Und deswegen würde ich von Quietschespielzeug auf jeden Fall abraten.